dass oftmals, wenn du in einem Kostüm unterwegs bist, dass die Leute irgendwo auch noch Freude macht. Also sie schauen die an oder sie fühlen sich selber vielleicht irgendwo ein Stück weit in die Zeit versetzt. Oder ja, zaubert ihnen noch vielen Leuten einfach ein Lächeln ins Gesicht. Oder sie, vielleicht lächeln sie mich auch aus, aber es ist egal. Man muss sich vorstellen, hier hinten dran ist das Haus zum Meerhafen. Das war ein Spelunken, ein Beiz. Und so war es halt früher schon, dass die Herren der Schöpfung etwa die Gäreneis über den Durst getrunken haben. Und wie alle wissen, drückt es dann irgendwann auf die Leitung. Und die Herren sind rausgegangen und haben einfach irgendeine Hauswand hergepinkelt. Und das hat man irgendwann nicht mehr akzeptiert in der Stadt Chur und hat dann eben die sogenannten Pinkelsteine an die Hausecke hergemacht. Und so ist dann der Herr der Schöpfung dazu aufgefordert gewesen, an die Steine herzubrünzeln, sodass dann eben leider der Nachtwächter und ab und zu auch halt ein Brunnenmarkt hat müssen, die Steine wieder schrubben und sauber machen, damit das dann nachher in der Stadt nicht so gestunken hat, aber dass es zumindest an einem Ort stattgefunden hat und nicht an jedem Hausecke. Als gebürtige Churerin hat mich natürlich die Stadt Chur immer schon interessiert. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, alle 9 Jahre in die Schule gegangen. Ich habe hier das Lehrerseminar noch 5 Jahre besucht. Und so war die Stadt Chur eigentlich etwas, ein Ort, wo ich mich immer sehr, sehr wohl gefühlt habe. Zudem habe ich mich immer sehr fest für Geschichte interessiert, geschichtliche Zusammenhänge, was alles war, was alles sich verändert hat zur heutigen Zeit. Und weil ich durch die Schauspielerei halt einfach auch immer gerne vor Leuten gestanden bin, aber auch schon mehrere Jahre an der Bad Ragaz in Bad Ragaz Führungen gemacht habe, hat es sich dann ergeben, dass ich in den Ausbildungslehrgang aufgenommen worden bin 2019 und so konnte die Ausbildung machen zur Stadtführerin bei Churtourismus. Man weiss gar nicht, dass Chur so eine schöne Altstadt hat, weil ganz viele Leute halt der Chur als, oder besser gesagt der Kanton Graubünden halt für den Skitourismus nutzen und so halt ganz oft an der Stadt Chur auf der Autobahn vorbeifahren. Und so hat man keine Vorstellung eigentlich, was die Altstadt von Chur alles zu bieten hat, wie viele wunderschöne Ecken, Winkel, Plätze und Häuser dass es gibt, die man hier anschauen kann. Und dass Chur vor allem ganz eine lange Geschichte hat, eine ganz lange Geschichte, wo sie eben die Stadt, also die älteste Stadt der Schweiz ist. Mit auch dieser 1600-jährigen Bistumsgeschichte, die sie hat, und aber auch eben mit den Ausgrabungen, wo man Funde gemacht hat, die vor 13'000 Jahren da bereits Siedlungen gewesen sind oder erste keltische Spuren, kann man sagen. Und Chur hat der Charme von einer Kleinstadt. Alles ist nah beieinander, es sind keine grossen Distanzen und trotzdem hat man alles, was man braucht. Das hat aber auch die Geborgenheit und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, man muss Berge schon sehr gerne haben, wenn man in Chur daheim ist und so umrahmt, wie Chur ist, von der Bergwelt, gibt es einfach das Gefühl von auch Sicherheit, wo ja, da ist, wenn man so in dem Kessel drinnen irgendwo kann sein, wie jetzt die Chur eben angelegt ist. Im Bärenloch sind wir eigentlich ein Teil der Stadt Chur, wo uns am ehesten hilft, uns zurückzuerinnern, wie es war damals im Mittelalter, wo alles noch ein bisschen eng war, dunkel und vielleicht auch nicht so gut geschmeckt hat, wie es heute schmeckt. Und da versuche ich am liebsten den Leuten so ein bisschen die Zeit näher zu bringen, indem wir eben hier in ein Bärenloch hineingehen und durch den dunklen Gang hier vorlaufen ins zweite Bärenloch. Einerseits haben sie erzählt, dass wenn hier draußen auf dem Martinsplatz der Markt stattgefunden ist, hat von Zeit zu Zeit auch ein Italiener da war mit seinem Tanzbär. Und immer wenn der Tanzbär Pause hatte, dann hat der Italiener ihn hier hinter die Tür gesperrt. Man sieht hier noch die Kratzspuren von dem Bär an dieser Tür. Also ganz klar, aus dem Grund heisst es Bärenloch.
Und jemand anderes behauptet, hier drinnen, in dem Innenhof, der übrigens auf Rumänisch Gurschellas heisst, die kleinen Innenhöfe, da hat eine Familie Bär gewohnt. Familie Bär hat ganz einen Haufen Kinder gehabt und immer wenn die Kinder in dem Innenhof rumgesprungen sind und Lärm gemacht haben, war es natürlich ein Bärenloch. Und wenn es so lärmig war, haben die Leute auch gesagt, du musst nicht hinter ins Bärenloch, Bären sind los. Und die dritte Geschichte ist, dass viel wahrscheinlicher ist, dass man auf dem Markt da draussen Beeren verkauft hat. Und im Sommer, wenn es sonst in Chur ja oft sehr warm ist, kommt da nicht viel Sonne her und es ist eher ein kühlerer Ort. Und darum glaubt man, dass man da zwischenzeitlich die Beeren gelagert hat, damit sie ein bisschen in der Kühle gewesen sind, damit man sie nachher dann hätte können draussen auf dem Markt verkaufen. Ja, da sieht man der Arkas, das ist einer meiner Lieblingsplätze in der Stadt Chur. Wobei man sagen muss, dass der Arkas nicht immer so ausgesehen hat. Bis ins Jahr 1971 nämlich sind auf dem Platz Lagerhäuser gestanden. Das heisst, es war eigentlich sehr verbaut gewesen und man hat von den Häuserreihen, die man heute so prächtig sieht, eigentlich fast nichts gesehen. Man hat dann dort dann im 1971 ein Parkhaus unten reingebaut und im Rahmen von dem Bau hat man dann die ganzen Häuser bzw. Lagerhäuser abgebrochen und hat dann darum eben den wunderbaren Platz gemacht, der im Sommer ganz fest an Italien, also es hat sehr ein mediterranes Flair, der hier ausgestrahlt wird. In St. Moritz hat schon Theaterspiel gehabt und hat das natürlich nachher mit dieser Ausbildung gemacht, hat auch immer weiter in ihr Berufsleben integriert und ist in jedem Ort, wo wir daheim waren, in einem Theaterverein oder in einem Theaterspiel. Das war ihr auch immer sehr, sehr wichtig und ist ein Ausgleich für sie und auch eine Herausforderung im täglichen Umgang. Eben, weil der Matthias jetzt sagt, er habe durch das Theater wie auch in eine neue Welt hineingesehen. Es ist wirklich so ein bisschen von unseren Berufsbildern her. Ich habe durch seinen Blick auf Gebäude und wie etwas gebaut ist. Oder, ich weiß nicht, wir waren in London, sind wir Baustellen anschauen, anstatt irgendwelche Sehenswürdigkeiten. Die haben wir angeschaut. Ja, die haben wir auch noch angeschaut. Aber man hat sich gegenseitig eigentlich wie eine andere Welt eröffnet. Matthias hat dann mal gesagt, er habe jetzt angefangen, Theater von innen gesehen. Er hat schon gewusst, dass Theater gegeben, aber eigentlich wirklich gegangen ist er nie. Und ich habe gelernt, dann Häuser aufwärts zu schauen, um mir zu merken, es gibt nicht nur diese Ebene, sondern es gibt eben auch noch diese Ebene, die hochgeht. Ja, und so ist es wirklich immer mehr so geworden. Heute schaue ich viel mehr an den Häusern rauf als früher. Ja, Elia charakterlich beschrieben ist lange, ich glaube, eine Stunde nicht, aber sie ist sehr fokussierte und engagierte Persönlichkeit. Sie hat sehr klare Ideen, lässt sich aber auch inspirieren durch Neues und durch ihre Umgebung und ist ein sehr feinfühliger Mensch. Der Matthias, der hinter mir steht und mir dermassen den Rücken frei behaltet und mir so viel Mal die Möglichkeit gibt, indem er einfach daheim dann alles managt, vor allem, wo die Kinder auch noch kleiner waren. Oder? Ich konnte gehen, ich konnte Abendproben besuchen von Theater, ich konnte mich vorbereiten auf irgendwelche Sachen, wo, wenn du nicht jemanden hast, der dir den Raum schafft, eigentlich, wo du das dann so ein bisschen außerterminlich auch machst, kannst du das alles vergessen. Das wäre sonst nicht möglich, mit einer Familie zu machen, mit zwei kleinen Kindern. Wenn du ganze Wochenende Aufführungen hast, ich denke an ein Freilichtspiel, das ich gemacht habe, mit 14 Aufführungen. Aneinander. Das sind 14 Abende, wo du alles allein gemanagt hast mit den Kids daheim. Und zwar en bloc. Ja, aber wie sind du gewesen? Ja, wie sind du gewesen? Es ist lange mit einem Arten heute, gell? Wo ist sie denn? Wieso wir auf Maienfeld gezügelt sind? Mhm. Wir sind dort in Zürich in Küsnacht unten, wo unser Sohn auf die Welt gekommen ist. Und als er so gut zwei war, hat es mich einfach heimgezogen. Ich hatte das Gefühl, dass der Bub muss dort aufwachsen, wo seine Wurzeln sind. Und das ist Graubünden. Und wenn du einen Mann geheiratet hast, der auch Bündner ist, ist es relativ eine relativ einfache Geschichte. Du kannst einmal sagen, ich will gerne heim.
Und er kommt auch Frau gerne heim. Und so haben wir uns entschieden, zurück in den Kanton zu kommen. Haben überlegt, was ist der Ort, wo es uns gefallen hat. Eben, Matthias hat glaub, schon mal erzählt heute. Ich habe gefunden, 21 Jahre bin ich schon zu Chur in Engadin. Und er herkommt, habe ich nicht unbedingt zurück wollen, obwohl ich Engadin über alles liebe. Aber zum Leben hätte ich nicht wollen her. Und dann haben wir gefunden, so die Herrschaft wäre eigentlich noch ein schöner Ort. Und sind dann auf Meierfeld gezügelt, zuerst in eine Mietwohnung, bevor wir dann nachher das Haus gefunden haben, wo wir uns haben können verwirklichen konnten. Oder der Matthias sich können verwirklichen konnte. Den ganzen Umbau und alles. Und jetzt sind wir seit 15 Jahren in Meierfeld. Ja, wie kommst du mit deinem Dialekt an, wenn du zum Beispiel in Zürich bist oder so? Sehr gut. Ich habe ja über 5 Jahre lang in Küsnacht unterrichtet. Und ja, es war eigentlich nie so, dass irgendjemand gesagt hätte, ich müsste jetzt umstellen auf einen anderen Dialekt. Im Gegenteil. Manchmal hat es sogar Situationen gegeben, wo die Leute gesagt haben, sag das nochmal. Und kannst das nicht nochmal sagen, das hat so schön tönt oder irgendwie so. Und ja, ich glaube, wir Bündner haben schon ziemlich viel Gutwill in anderen Kantonen. Nicht nur jetzt für Sprache, auch, aber ich glaube, es ist grundsätzlich so, dass man auch so ein bisschen tolerant mit uns ist im Verkehr. Das habe ich dann gemerkt, so in der Stadt Zürich. Wenn du eine GR-Nummer hast, haben sie einfach ein bisschen mehr Verständnis, wenn du vielleicht einmal so nicht gerade weisst, wo du durch. Oder sie haben dann gerade das Gefühl, du sagst ja sowieso das Hinterste von einem Tal, irgendwo in den Bergen, wo es nur eine Strasse gibt. Und dann lässt man uns dann so ein bisschen mehr Raum für einige Sachen. Ich tue nur gerne verreisen und ich komme auch gerade so gerne einmal wieder heim. Das ist schon so. Und auch als ich ausserkantonal gewohnt habe, gerade so in der Winterzeit, habe ich schon die Sonne vermisst, das muss ich sagen. Also dort im Kanton Zürich im Winter, wo es halt viel einfach bewölkt ist und der Deckel drüber hat, dort bin ich froh gewesen, habe ich am Freitag einmal können heimwärts gehen, Richtung Graubünden. Auf jeden Fall. Wer schaut am meisten zum Hund? Ja, das bin schon ich. Du bist auch die gesehen, die der Hund wollte? Nein, natürlich nicht. Das ist immer King. Die Kinder und der Mann. Jetzt muss ich schnell schauen, wo sie ist. Beila! Fei! Da, okay. Da. Okay. Ja, mein Mann, meine Kinder hätten gerne einen Hund gehabt. Und ja, ich bin auch nicht abgeneigt gewesen, aber ich habe immer gewusst, dass ein Haufen Zeit oder ja, dass sicher viel bei mir wird sein, wenn wir einen Hund werden haben. Und darum ist es ein paar Jahre gegangen, bis ich dann ja gesagt habe. Aber jetzt gibt es ihnen natürlich um kein Geld. Richtig Schauspielerei und so, hast du irgendwelche Vorbilder gehabt? Oder? Nicht. Nie. Ich bin grundsätzlich nicht so jemand, der jemandem fest nacheifert. Natürlich hat mir gefallen, wenn jemand bei einem Theaterstück irgendwie besonders gut gespielt hat oder so, aber es hat meistens nicht unbedingt ist das auf die Person fixiert gewesen, sondern mehr auf die Leistung oder auf die Art, wie die Person dann gespielt hat. Ich bin auch nie wahnsinnig fasziniert gewesen von irgendeinem Filmschauspieler, weil Theater und Film für mich zwei andere Welten sind, wo andere Fähigkeiten gefordert sind. Sicher im Allgemeinen, das Schauspieler ist ja so auch, aber Theaterschauspieler sind anders als Filmschauspieler. Und so habe ich eigentlich nie über dem nachgeeifert. Nein. Wir sind zwar freischaffende Schauspielerinnen und Schauspieler, aber die Initiative an einem für sich kommt von Heideland Tourismus von Bad Ragaz aus. Und sie tun uns auch die ganze Abwicklung mit dem Ticketing. Das machen alles sie. Wir sind da eigentlich sehr frei, dürfen einfach kommen, spielen und sie tun alles andere abwickeln, sei es Werbung oder eben die Homepage oder die Videowahl, die wir hier haben, anfangs von der Stadt Meierfeld. Und das ist eigentlich sehr angenehm für uns, weil ja, alles rundherum ist sehr, sehr aufwendig. Meine Aufgabe ist jetzt in diesem Bereich einfach noch, dass ich das Bindeglied bin zwischen den Schauspielerinnen und dem Tourismusverein. Da ist aus heiterem Himmel ein Anruf von der Eliane und ich würde gerne mitmachen in der Städtliführung. Und wahrscheinlich auch durch einen Zufall über die Theatergruppe Jenins bin ich dort ein halbes Jahr davor schauen und hat mir brutal Spass gemacht. Und dann so für mich selber gedacht, wenn dann dort einmal ein Plätzchen frei wird, wäre ich dann auch gerne dabei. Und
Und so ist das zustande gekommen und wir haben bis heute eigentlich immer wieder Erfolg mit der Städteführung. Der Charakter von dieser Stadtführerin ist ein sehr korrekter. Die ist sehr fokussiert auf ihren Job, den sie macht. Und darum hat sie auch, sie trägt kein offenes Haar. Das wäre viel zu wild für sie. Schminke ihr noch ein bisschen rote Päckchen machen. Das tut ihr Engagement, das sie hat für die Stadt Meierfeld, ein bisschen unterstreichen. Und nicht zuletzt hat sie natürlich dann ihren obligaten Hut an. Frühling, Sommer, Herbst, immer das schwarze Wollhütchen. Gut, ich bin bereit, dass ein bisschen alles am richtigen Ort ist. Gut, so. Ich glaube, so kann man die schicken. Ist gut mit dem Hut. Super. Ja. Oh, übrigens, ich habe jetzt hier nicht eingezahlt. Die Menschen kommen raus, aber kannst du da etwas machen? Also kontrollieren gehe ich jetzt in einer guten halben Stunde und dann ist leider so, dann, wenn ich herlaufe und dann kein Zettel dran ist, dann gibt es einen Zettel von mir her. Das ist natürlich so, da kann ich es auch zudrücken. Ich musste auch schon Falschparker verweisen, abschleppen lassen, das Auto umkehren, alles ist schon vorgekommen. Der Wein ist nach der Kompleten benannt worden. Sie, aber jetzt müssen Sie sich vorstellen, die Mönche haben für den Wein und für die Trauben mächtig müssen arbeiten. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie arbeiten den ganzen Tag im Regberg, müssen am Abend noch beten und trinken von dem Wein. Jesus, die haben doch nichts mehr von dem Zölibat gemerkt. Der spätbarocke Bau hat keinen Chor und ein offenes Kirchenschiff. Und wie Sie sehen, ein wunderbarer Zwiebelturm, wo sich heute noch 4 Glocken drin befinden. Allerdings muss man sagen, sind das eher neuere Glocken, weil der ganze Kirchturm ist einmal, weil man Sprengstoff drin gelagert hat, mitsamt der Glocke explodiert. Aufhören, wenn wir einmal gebückt haben und wieder aufgestanden sind. Danke, nein, vielmals. Ich finde den Lehrerberuf nach wie vor extrem faszinierend. Ich bin gerne mit den Kindern zusammen und ich finde das Theaterspielen, und ich kann mit den Kindern zusammen verbinden und mein eigenes machen, einfach mega schön und lässig. Eine Bündnerin ist klar. Eine Bündnerin ist bestimmt, oder wie mein Mann gesagt, fokussiert. ich glaube, ein Naturmensch ist eine Bündnerin. Sehr gerne in der Natur, aber auch unkompliziert, würde ich jetzt mal meinen. Das sind so Eigenschaften, die ich jetzt so spontan einer Bündnerin würde zuteilen. Leidenschaftlich, das auch. Ich finde Can ein uncooles Wort. Was? Weißt du, was Chana heisst? Das ist so Schlendern, wenn du um Chan ist. Das gefällt mir noch, obwohl ich das eigentlich sehr selten mache, Chana. Aber ich finde das Wort einfach cool. Ich hätte jetzt auch können sagen Pacific. Pacific ist einfach das Wort, das alle einem Bündner sofort attestieren. Aber ich finde Chana ein cooles Wort. Und Gent. Wenn etwas Gent ist es einfach wirklich super gut. Aber schau mal, ist es nicht paradiesisch, gell? Wenn du so darfst gehen, jeden Tag. Und weißt du, was ich auch schön finde an diesen Hundespaziergängen ist? Du gehst bei jedem Wetter raus. Und wenn du auch mal nur einen Moment hast, wo du denkst, wow, heute wäre eigentlich mehr ein Tag, um drinnen zu bleiben. Sobald du draußen bist und so durch die Natur gehst und alles so nach mitkriegst, die ganze Veränderung vom ganzen Jahr, sei es das
jetzt Frühling, dann geht es in den Sommer rein, dann der Herbst, der jetzt langsam übergibt. Dann zumal hast du erst Schnee und auch im Winter, wenn es schneit und du durch das Verschneite kannst durchlaufen. Ich finde es Hammer. Das ist, einfach, das ist eben auch Graubünden, finde ich. Die vier Jahreszeiten, die wir so fest erleben und hoffentlich noch lange dürfen so erleben, das geniesse ich sehr. Mit ihr zusammen, gell? Wir zusammen geniessen das Unfest. Ja, so ist es fein. Dein Mädchenname, ist das ein typischer Bündnername? Ja, Polteran ist ein romanischer Name sogar. Der ist ursprünglich aus dem Oberhalbstein, wo sie ja romanisch reden. Aber schon mein Grossvater, väterlicherseits, war nicht mehr im Oberhalbstein daheim. Also das ist, bei uns ist niemand, also doch, meine Grossmutter war romanisch sprechend, aber aus dem Schams. Mein Papa ist in Innerverehren aufgewachsen, das ist richtig Avers hindri. Und Valchons, also Schamsertal, meine Grossmutter, die Sepp, hat noch romanisch geredet, aber sonst niemand bei uns in der Familie. Du hast noch Geschwister? Ich habe eine jüngere Schwester, ja. Sie ist 3,5 Jahre jünger. Sie lebt mit ihrer Familie in Bonaduz. Ja, und so sind wir zwei Mädchen miteinander aufgewachsen. Was bedeutet der Steinbock für dich? Daheim. Natürlich, weil er einerseits auf unserem Bündnerwappen so präsent ist. Ich verbinde ihn mit der Jagd, mit der Natur. Mein Papa ist Jäger, mein Schwager ist Jäger. Die Jagd hat bei uns in der Familie eine grosse Bedeutung. Ich verbinde ihn aber auch mit dem Geschichtlichen beispielsweise. Wir haben heute ja Chur auch noch angeschaut. Und der Steinbock steht eigentlich für den Bischof in unserem Kanton, das Wappen. Das ist das Zeichen für den Bischof. Und so denke ich natürlich auch an das Stadtwappen von Chur, wo der Steinbock drin steht. Und ja, ich würde auch sagen, er ist einer, der ziemlich klar weiss, was er will. Und er passt zu uns Bündner, würde ich sagen. Oder? Da bin ich daheim. Hey Renzo, ich würde gerne mit dir mal ein Glas Wein trinken.